Hans-Georg Maaßen geht in die Offensive, nachdem die CDU ja erfolglos versucht hatte, den ehemaligen Verfassungsschutzchef aus der Partei auszuschließen, dreht er den Spieß nun einmal um 180 Grad auf Angriff um und verlangt in einem zweiseitigen Brief an Friedrich Merz, dass dieser CDU-Politiker wie Thomas de Maizière, Peter Altmaier oder auch Angela Merkel aus der Partei werfen soll. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Spulen wir doch in der Chronologie noch mal ein ganz bisschen zurück in die Ära Merkel. Wenn es eine Sache gab, die Merkel neben demokratisch durchgeführten Wahlen, wie beispielsweise in Thüringen, nicht mochte, dann waren es ja mächtige Männer an ihrer Seite. Weshalb sie auch in ihrer gesamten Karriere ja immer wieder dafür gesorgt hat, dass Politiker, die ihr zu gefährlich werden konnten, wie ein Theodor zu Guttenberg beispielsweise, dann auch gegebenenfalls zurechtgestutzt wird. Auch Hans-Georg Maaßen war ja einer, der es gewagt hat, Merkel zu widersprechen und auch immer mal wieder so seine Meinung kundgetan hat, weswegen er ja auch wegen völlig nichtigen Dingen damals von Merkel als Verfassungsschutzchef entlassen wurde. Mittlerweile versucht ja die CDU, Hans-Georg Maaßen sogar aus der Partei rauszuwerfen, was ihr aber bisher einfach nicht gelingen will. Ich meine, wir schauen uns jetzt hier einfach mal ganz kurz an. Im Juli diesen Jahres, ja, da hat er das CDU-Parteigericht, also das ist ein CDU-internes Gericht, den Ausschluss von Maaßen eben abgelehnt. Zwischendurch hatte die CDU ihm ja sogar teilweise die Mitgliederrechte entzogen und auch das hat hier dieses parteiinterne Gericht eben moniert und musste dann eben wieder zurückgenommen werden. Wohlbemerkt sieht man hier auf dem Wahlplakat, sollte Maaßen ja noch für 2021 für die CDU in den Wahlkampf und hat sogar für den Bundestag kandidiert. Aber die CDU geht nun einen Schritt weiter und will eben unbedingt Maaßen loswerden, ja. Die wollen jetzt nicht einfach vor die nächste Instanz ziehen. Und wir sehen jetzt auch hier beispielsweise unten, dass halt solche Sachen gesagt wurden wie gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei verstoßt halt ein Hans-Georg Maaßen und er nimmt die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Interessant, dass hier nichts Konkretes und Substanzielles genannt wird, sondern einfach nur irgendwelche sonderbaren Bezeichnungen, wo man sich so denkt, what the fuck? Wegen sowas wollen die jetzt Hans-Georg Maaßen aus der Partei werfen. Gut, wenn wir uns jetzt nochmal auch einen Friedrich Merz in dieser Situation anhören, dann können wir auch seine Meinung dazu nochmal hier kurz zitieren. Wir sind konservativ, wir sind liberal, wir sind christlich-sozial, aber wir sind nicht rechtsradikal und wir nähern uns auch nicht der AfD an keiner Stelle. Und deswegen hält die Kamera an dieser Stelle und das war notwendig, heute noch einmal klarzustellen und zu unterstreichen. Ja. Sorry, dass ich hier kurz lachen musste, aber dieses christlich-liberal-sozial fand ich schon mal interessant. Also wir müssen ja erstmal festhalten, dieser ganze links-grüne Kurs der CDU, der wurde eigentlich unter Merkel eingeleitet. Und eine Sache für die Leute, die vielleicht da zu dem Zeitpunkt sich noch nicht so viel mit Politik beschäftigt haben, ja. Merz, der wurde unter Merkel regelrecht immer im Hintergrund gehalten. Merz hatte unter Merkel nie in irgendeiner Art und Weise eine Chance. Der kam ja erst dann wirklich so wieder zurück in die Politik, als es langsam so sich abgezeichnet hatte, dass Merkel in Rente gehen wollte. Aber unter Merkel war eben bei der CDU überhaupt gar nichts mehr mit christlich, liberal und irgendwie Marktwirtschaft und so. Sondern Merkel hat einerseits ganz klar ab 2015 völlig unorganisierte, unvorbereitete und zum großen Teil, wie man ja jetzt aktuell sieht, auch illegale Migration in Deutschland zugelassen, mit all den ganzen Folgen, die jetzt absehbar werden. Und jetzt ja auch erst wieder dazu geführt, dass in der CDU so langsam, ja, nach Dekaden fast schon mal ein Umdenkprozess hinsichtlich dieser verfehlten Politik stattfindet, ja. Das hat also, was Merz jetzt hier angeht, ist eine völlige Fehldeutung der Realität. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen,
dass Merkel ganz klar auch diesen grün-energiepolitischen Kurs eingeleitet hat. Es waren nicht etwa die Grünen, die zwar schon seit Ewigkeiten unter einem Joschka Fischer, unter einem Jürgen Trittin und so weiter die Kernkraft bekämpft haben, wo sie nur konnten, aber sie konnten sie halt nie irgendwie abschaffen, weil damals unter Schröder, ja, war das eben nicht drin in der Tüte und unter den anderen Regierungen auch nicht. Erst unter Merkel hat es dann eben, der Tsunami in Japan geschafft, dass man hier die Kernenergie in Deutschland abschaltet mit all den weiteren katastrophalen Folgen. Ja, und statt dass die CDU Merkel aus der Partei geschmissen hat, haben sie ihr noch Orden und so weiter verliehen. Und genau das nimmt jetzt aber Hans-Georg Maaßen als Grundlage für seinen Brief. Ja, und das Interessante ist, wenn wir uns das jetzt mal hier kurz anschauen, also News berichtet unter anderem gerade darüber, und wir sehen jetzt hier, dass er jetzt wirklich sagt, Frau Merkel und ihre persönlichen Unterstützer sind gegen diese Migrationspolitik dafür verantwortlich, dass es zahlreiche Morde und Gewalttaten von Migranten gab, die ohne ihre Migrationspolitik niemals hätten nach Deutschland einreisen können. Sie trüge auch die Verantwortung dafür, dass die Hamas und der muslimische Antisemitismus in Deutschland erheblichen Zulauf erhielten. Ja, und Maaßen hat jetzt eben einen zweiseitigen Brief geschrieben, und das finde ich das Beste, ja, dass er jetzt hier auch noch gefordert hat, dass die Union sich bekennen soll zur demokratischen Grundordnung und jede Art von Neosozialismus und Faschismus ablehnen sollte, hat er hier in diesen Brief geschrieben. Und ich meine, man muss sagen, hey, warum nicht? Ja, überall wird ja überall immer von den ganzen CDU-Politikern und auch anderen Altparteien überall gesagt, ja, wir müssen uns zur demokratischen Grundordnung bekennen. Auch ein Horst Seehofer, sondern ein Markus Söder beispielsweise hat ja, das ist bei vielen vorbeigegangen, vor den Koalitionsverhandlungen noch mit den Freien Wählern neulich in Bayern, hat er noch von Aiwanger und seinen Freien Wählern verlangt, dass sie sich zur demokratischen Grundordnung bekennen, bevor man in diese Koalitionsverhandlungen eintritt, ja. Also an dieser Stelle hätte ich, wenn ich Hubert Aiwanger wäre, hätte ich Markus Söder schon den Vogel gezeigt und hätte gesagt, weißt du was, Markus, mach doch mit der Katharina Schulze und mit den anderen Grünen zusammen deine Koalition hier und dann werden wir uns in den nächsten Landtagswahlen dann in einigen Jahren wieder treffen und mal schauen, wie viel Zuspruch die CSU dann noch unter einem Markus Söder genießt, ja. Weil sich so irgendwie die ganze Zeit veräppeln zu lassen, da finde ich es schon durchaus wirklich schon gelungen, wenn jetzt hier ein Hans-Georg Maaßen verlangt, dass die CDU sich langsam mal von diesem von Merkel eingeleiteten Neosozialismus eben distanzieren soll. Ja, das zweite Wort, das würde ich jetzt hier in Merkels Kontext nicht unbedingt verwenden. Ja, das geht meiner Meinung nach ein bisschen zu weit übers Ziel hinaus. Aber dass Merkel ganz klar diese sozialistischen Tendenzen in Deutschland etabliert hat, das ist immer weiter evident und immer offensichtlicher. Und hier sollte man auch im Kontext der historischen Verantwortung, die wir ja auch immer, gerade was die deutsche Vergangenheit und so weiter angeht, ja immer wieder betonen, sollten wir auch immer wieder die Gefahren des Sozialismus unbedingt hier erwähnen und anprangern, ja? Ich meine, manche Leute brauchen sowieso ein bisschen Geschichtsinformation, glaube ich noch, ja. Die können sich gerne mal auch in so ein paar Dinge einlesen. Ich kann ja mal ein Video auch machen, zum Beispiel diesen 25-Punkte-Plan damals der NSDAP und so, ne. Und um wie viele Punkte beispielsweise teilweise das auch genau mit dem so an Forderungen einhergeht, was manche Leute heute noch äußern und fordern, ja. Weil manche Leute haben immer wieder vergessen, dass neben dem N in dieser Partei, dass es auch eine Bedeutung hat, ne? Es waren nämlich Nationalsozialisten, ja? Das ist das Krasse und viele Leute vergessen das immer wieder und deswegen vergessen auch viele Leute immer wieder, was für eine, ja, unfassbare Gräuel auch der Sozialismus im letzten Jahrhundert, nicht nur in irgendwie Deutschland, in der DDR und so weiter, sondern auch auf der ganzen Welt mit all seinen Experimenten immer wieder verursacht hat. Und deswegen das jetzt hier, Merz so ein bisschen mal ironisch umzudrehen und zu sagen, ich will, dass die CDU sich hier dagegen bekennt, finde ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es der CDU so einfach gelingen wird,
hier den Maaßen aus der Partei auszuschließen. Und ich weiß auch gar nicht, es wäre an dieser Stelle auch interessant, mal von den CDU-Wählern mal so eine Umfrage oder so zu machen, ob die tatsächlich dafür sind, dass er überhaupt rausgeworfen wird, ja, oder ob das nicht vielmehr einfach nur die, ja, sozusagen das Bestreben der obersten Politiker wie Merz und Linnemann und so weiter ist.